Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüße euch aus Wallenzöll von einem Lavendelfeld. Habt ihr schon ein Abo da gelassen? Wenn nicht, klickt mal hier unten auf Abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Einen wunderschönen guten Morgen aus Anjou. Ich bin hier in einer richtig schönen alten Stadt und ja, bin gerade aufgestanden. Hier steht Werner in so einem Park. Da ist auch noch ein Spielplatz und ich habe gesehen, hier 5 Minuten von hier entfernt ist eine Bäckerei. Ich wollte mir mal heute ein richtig frisches Baguette gönnen. Ja, mein Plan ist, weiter durch Frankreich zu fahren. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, und dann lasst uns erstmal zum Bäcker starten. Hier wollte ich euch noch einmal die schöne Gegend zeigen. Ich bin in der Provence. Und hier ist der Ort Anjou. Und da oben ist die Burg. Bonjour. Madame. Une Baguette. Das hat schon mal geklappt mit meinen Nicht-Französisch-Kenntnissen. Und ja, mein Plan. Mein Plan steht noch nicht. Erstmal will ich eine Gärtnerei anfahren. Und das war es auch schon mit meinem Plan. Ich will jetzt Richtung Heimat. Heute ist Dienstag, am Montag muss ich wieder arbeiten. Ja, ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Das ist mein Problem. Fahre ich durch die Schweiz? Muss ich eine Vignette haben? Muss ich eine Handykarte haben? Brauche ich anderes Geld? Durch Frankreich habe ich eigentlich keine Lust. Das ist, weiß nicht, ich bin da schon lang gefahren auf dem Herweg und die Gegend war nicht so prickelnd, also eher langweilig. So, fahre ich durch Österreich? Schwierig, ist ein echt großer Umweg. Und von der Maut her wäre es genauso teuer, wie als wenn ich durch die Schweiz fahren würde. Weil in der Schweiz bezahle ich die Vignette und hier brauche ich in Frankreich Mautgebühren, in Italien Mautgebühren und in Österreich eine Vignette. Also kommt wahrscheinlich aufs selbe raus. Also ihr seht, ich habe keinen Plan. Aber jetzt erstmal frühstücken, bin wieder zurück. Ich muss einfach in eines dieser Gartencenter und gucken, was es hier Schönes gibt. Offen ist ja schon. Das war jetzt nichts, aber ich habe gesehen, ich will jetzt in einen neuen schönen Ort fahren und ich habe gesehen, da gibt es auch eins in der Nähe. Da fahre ich jetzt erst hin und dann in den Ort. Der Ort heißt übrigens Banu. Total süß. Ich war hier gerade in dem Laden drin und die spricht mich auf Französisch an und ich... Und dann hat sie gefragt, ob ich Englisch spreche. Also wenn sie wollen, können sie Englisch sprechen. Die war auch wirklich sehr nett und hat mir erklärt, dass da 8 verschiedene Handwerker sind, die ihre Produkte ausstellen. So. Aber leider konnte ich nicht mit Karte zahlen. Ich hätte mir bestimmt eine Tasse gekauft. Die war super, super süß. Es ist einfach unglaublich hier in der Region, in der Provence, hat jeder Ort ein Stück Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt einfach angehalten hier auf meiner Route nach Banon in irgendeiner Stadt. Und das ist richtig wunderschön. Ich drehe es mal um, pass mal auf. Das ist hier so eine richtig schöne, kleine, verwinkelte Altstadt.
Da oben seht ihr die alte Stadtmauer. Ich meine, wohnen möchte ich hier nicht. Hier hat man ja keinen Garten, kein Grundstück. Wenig Sonnenlicht vermutlich. Aber so mal zum Anschauen, wunderschön. Ich weiß nicht mal, wie die Stadt hier heißt. Ich muss mal gucken, ich sag's euch gleich. Also der Ort heißt La Bastide de Jourdan. Jetzt bin ich am Clock Tower gelandet. Heißt es hier so? Ich kann ja auch Deutsch sprechen. Ich bin am Glockenturm. Na hallo. Hast du Angst oder willst du zu mir? Ja, ist ein Stück Handtuch vom Wind weggeflogen und die hat sich erstmal da richtig gemütlich in die Mitte auf die Straße gelegt. So, jetzt aber ab zum Auto, will ja schließlich heute noch ankommen. So, heute gibt's mal Restaurantessen. Sieht doch lecker aus, oder? So, meine kleine Shopping-Tour habe ich jetzt beendet. Ich habe noch ein paar Mitbringsel für meine Familie eingekauft und auch noch für mich. Und dann das. Eine Lavendelpflanze für 8 Euro mit Garantie. Also wenn die mal eingeht, dann muss ich 1600 Kilometer herfahren und die Garantie in Anspruch nehmen. Und noch ein kleines Schmuckstück, ein Olivenbäumchen für 17 Euro, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, und jetzt geht's auf nach Valenciennes. Einmal Lavendel in real life, es ist unglaublich windig. So, dass man hier ganz schlecht gute Fotos oder Videos machen kann. Und das Unkraut ist enorm gewachsen, wie ihr seht. Und der Lavendel ist schon fast verblüht. Und für die Realität noch einmal einen Rundumblick. Sorry, der Wind, aber natürlich gehen wir jetzt auch in den Fabrikverkauf da rein. Schauen wir mal, was da gibt. Voll lustig, schon mal die Herren, die warten. Damen gehen da rein. Boah, will einer 10 Kilo Mandeln kaufen? 210 Euro. Ich bin jetzt hier in Valenciennes und mir gefällt es richtig gut, weil es ist nicht so touristisch wie die anderen Dörfer, die ich hier besucht habe. Schaut mal. Und trotzdem ist es hier richtig schön. So, ein kleiner Besuch in der örtlichen Kirche. Draußen wird gebaut, wie ihr hört.
ich jetzt schon mal was für Kaffee trinken gefunden. Da setze ich mich jetzt hin und schau mal, ob ich was finde für die Nacht. So, eine Kugel Eis kostet hier fast überall 3 Euro. Und das ist Lavendeleis. Schaut mal, hier ist eine Tür offen, da hier gebaut wird. Wie es hier drin aussieht. So, jetzt habe ich alles. Ich brauchte doch noch eine Tasse. Ich nehme mir doch immer aus jedem Urlaub eine Tasse mit, so als Erinnerung. Und ich hatte noch keine Kaffeetasse. Und jetzt habe ich eine bekommen, musste noch zusätzlich was kaufen. Weil man erst ab 10 Euro mit Karte bezahlen kann. Es ist noch nie gewesen jetzt auf der Reise. Und jetzt geht's zu Werner. Und dann fahre ich nach Grenoble. Hab mir schon einen schönen Stellplatz rausgesucht. Ich hoffe, dass ich da gut ankomme. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wo wir gerade beim Thema Bezahlen sind und Geld. Ich habe auf diese Reise 50 Euro mitgenommen. Und davon habe ich ungefähr noch 20. Ich habe praktisch immer überall mit Karte gezahlt. Also kein Geld mehr nötig heutzutage. Was mir noch aufgefallen ist, hier in der Provence sind super viele Belgier. Und Holländer habe ich auch viele gesehen. Deutsche weniger, also ab und an hört man in den Städten mal Deutsch, aber hauptsächlich Holländer und Belgier. Seht ihr da die Berge? Dahinter, ungefähr 150 Kilometer, liegt Grenoble. Da fahre ich jetzt hin. Mal sehen, ob ich heute noch ankomme. Oh, das Wetter sieht ja da hinten nicht so berauschend aus. Bin schon um 10 Grad runtergeklettert, hier von 33 Grad auf 23. Aber wenn ich mir da hinten die Berge so anschaue, so, nach 2,5 Stunden Fahrt bin ich jetzt hier angekommen in Grenoble. Aber es regnet jetzt momentan nicht. Ich habe Glück, aber es hat einen Vorteil. Das Auto war ja vom Offroad-Fahren echt staubig. Das ist jetzt vorbei. Das ist wieder sauber. Oh, ich habe noch meine Sonnenbrille auf. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, und es sind 19 Grad. Vielleicht hätte ich doch lieber über Italien fahren sollen. Aber gut, jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Mein Plan ist es, morgen dann um die Schweiz herum Richtung Colmar zu fahren. Vielleicht noch mit einer Nacht Zwischenstopp irgendwo, wo es schön ist. Ja, schauen wir mal. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis bald!